So, Sportsfreunde, jetzt geht's rein in den Trail. Mal Abfahrt, neues Glück. Da ballert's ganz schön drüber über die Steine. Hier muss man irgendwie langsam anfahren, weil sonst schießt man einmal raus, wenn man stark links abbiegen will. So. Ich bin heute schon einige Trails einmal abgefahren, um langsam einfach mal zu gucken, ob was im Weg liegt, bevor man da runterbrettert. Aber jetzt schauen wir mal. Den Trail bin ich heute noch nicht gefahren, den oberen Abschnitt schon. Jetzt hoffen wir mal, dass hier auch alles gut geht. Es ist noch leicht feucht, gibt noch ein paar matschige Stellen, aber ey, sonst wird es schon ganz gut sein. Okay, jetzt habe ich gerade den einen Bogen verpasst. Oh, hier sind ein paar Steine. Müssen wir aufpassen, im Schaltwerk hängen zu bleiben. Oh, ganz scharf links. Ja, solche Steine habe ich bisher hier selten am Trail gesehen. Ach, da könnte man runterdroppen, ja. Da muss man auch gut anbremsen vor der Kurve. So. Wow. Also da sind schon Kurven dabei, wo man kurz, und hier ist so solche Senken, wo man echt ein bisschen die Strecke kennen sollte. So, jetzt geht es hier gerade weiter. Auch wieder solche Senken. Ja, da liegen immer solche kleinen Baumstämme quer. Ich weiß nicht, ob die jemand als Absprung hingebaut hat oder als Blockade. Das weiß man heutzutage nicht so. So. Schöne Kurve. Da ist jetzt mein Knöchel hängen geblieben an irgendeinem Baumstumpf. So, genau, ihr seht. Oh, Wahnsinn. Da rutscht mir das Vorderrad noch ab. Mal, ob wir das hinbekommen. So, genau. Ach, mit dem Hobel umsetzen geht gar nicht. Sonst geht es hier in die nächste Senke rein. Und drüben wieder hoch. Da kommt die nächste. Immer so ein kleiner Wallride. Ja, hier hätten wir auch hoch können. So, da weiß man jetzt nicht, was kommt. Genau. Einmal das Bein absetzen, bitte. So, welcome to the jungle. Wow. Und ich glaube, wir sind schon unten. Ja, geile Abfahrt. Hat Bock gemacht. Bis zur nächsten Abfahrt. Servus und ciao, ciao.